Guten Abend und willkommen zur Börse vor 8. Der Schulterschluss zwischen Politik und Autoindustrie ist gemacht. Bis 2030 sollen 7 bis 10 Millionen E-Autos über die deutschen Straßen rollen. Autokäufer werden mit großzügigen Prämien angelockt. Für einen Fuhrpark unter Strom soll ein flächendeckendes Netz an Ladestationen sorgen. Autohersteller und der Bund teilen sich die Kosten für dieses Mammutprogramm, an dessen Ende ein anderes Verkehrskonzept stehen wird als das, was wir heute kennen. Wenn es denn so kommt, wie es kommen soll, wird im Jahr 2030 fast jedes fünfte Auto mit Strom laufen. Rechnet man hinzu, dass die Verbrenner in 10 Jahren sparsamer sein werden als heute, dann lässt das eigentlich nur einen Schluss zu: Wir werden weniger Öl benötigen als heute. Das sieht die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder, anders. Die Prognose im aktuellen OPEC-Bericht lautet: Die Welt dürstet es nach Öl und der Durst wächst. 2018 wurden 99 Millionen Fässer am Tag benötigt. Im Jahr 2040 soll der Bedarf dann auf 111 Millionen Fässer steigen. Das sind fast 18 Milliarden Liter pro Tag. Zwei Botschaften verbergen sich hinter diesen Zahlen. Zum einen sieht die OPEC den weltweiten Bedarf langsamer wachsen als noch vor Jahresfrist. Zum anderen dürfte Öl auf absehbare Zeit Energieträger Nummer 1 bleiben. Mit einem Anteil am weltweiten Energieverbrauch von 28%. Gas wird der Prognose nach diesen Energiemix zu einem Viertel ausmachen und die Kohle überholen, die mit 22% auf Platz 3 liegt, gefolgt von Ökoenergie und Atomkraft. Besonders stark wächst der Energiebedarf in den Schwellenländern, die ihr Wachstum vor allem auf Kohle, Gas und Öl gründen. Sie haben auch enormen Nachholbedarf. Fast 1 Milliarde Menschen haben nicht einmal Strom. In den klassischen Industriestaaten sieht die OPEC dagegen eine sinkende Nachfrage nach Öl vorher. Ein Grund ist, dass immer mehr Energie aus Wind, Sonne und Wasser gewonnen wird. Trotzdem ist zum Beispiel Deutschland immer noch weit weg vom Ende des Ölzeitalters. 34% der Energie wird aus Öl gewonnen. Das schließt den Verkehr, also Verbrennungsmotoren, mit ein. Gas ist der zweitwichtigste Energieträger, gefolgt von der Kohle. Erst dann folgen Ökostrom und der Rest ist Atomkraft. Dieser Mix wird sich noch ändern. Doch dafür braucht es mehr als nur einen Autogipfel. Der Anteil der Ökoenergie wird weiter steigen. Auch dafür muss der Staat Geld in die Hand nehmen und zum Beispiel dafür sorgen, dass der von Wind erzeugte Strom den Weg von der Küste an den Alpenrand findet. Das ruft alles auch Kritik hervor. Doch diesen Weg konkret zu beschreiten, bedeutet auch, sich unabhängiger zu machen. 2/3 der Energieträger müssen importiert werden. Wenn dieser Anteil sinkt, sinkt auch die Abhängigkeit von den Handelsstreitigkeiten. Hier gab es beim Streit zwischen den USA und China Entspannungssignale. Der DAX steigt um 12 Punkte auf 13.149. Entspannung, das klingt doch gut. Ihnen einen entspannten Abend und machen Sie es gut.